Hallo ihr Lieben, ich fahre gleich in den Urlaub nach St. Peter-Ording an die Nordsee und ich habe mir überlegt, ein XXL Follow Me Around durch den gesamten Urlaub zu machen und ja, ich hoffe es gefällt euch. Ich habe mich gerade fertig gemacht, also geduscht und geschminkt und alles und ja, es dauert jetzt nicht mehr lange, dann fahren wir auch schon los. Eigentlich sollten wir schon längst unterwegs sein, aber wegen dem behinderten Bahnstreik, ach Deutsche Bahn, wir lieben dich alle. Ja, deshalb können wir jetzt doch erst 5 Stunden später losfahren als ursprünglich geplant. Und deshalb, ja, geht's jetzt gleich los. In einer Dreiviertelstunde fahren wir dann los nach Frankfurt. Und ja, mal sehen, ob wir einigermaßen pünktlich ankommen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Frankfurt und ja. Schatz, sag hallo. Hallo. Ja, mal sehen, wie es läuft, ob unser Zug pünktlich ist. Es ist mitten in der Nacht, also naja, gut, mitten in der Nacht, es ist 10. Wir sind jetzt im Haus angekommen. Ich bin todmüde, muss jetzt aber noch mein Bett beziehen und bei der Gelegenheit wollte ich euch gerade noch kurz mein Zimmer zeigen. Also, mein ganz leckeres Bett, da liegt mein Koffer. Ich habe ein Fenster, was für mich eine unglaublich geile Sache ist, weil in meinem Zimmer zu Hause habe ich keins. Ein Waschbecken und ein Spiegel und einen Schrank, also nichts groß Besonderes. Guten Morgen. Ich bin schon seit einer Weile wach. Ich bin viel zu früh aufgewacht. Ja, ich wollte laufen gehen, aber es regnet. Naja, ich werde jetzt mal runtergehen und mal gucken. Morgen. Zum zweiten Mal. Ich mache mich jetzt noch mal fertig, also Bescheid, ich schminke mich und alles. Und dann fahren wir nach Husum, da ist Krabbentage oder so und verkaufsoffener Sonntag. Weil wie gesagt, es regnet die ganze Zeit und was anderes kann man hier auch nicht groß machen, wenn es regnet. Wir sind jetzt im Museum und wie man merkt, das Schüttel ist immer noch aus Eimern und es ist echt, echt widerlich. Ich stehe hier gerade so rum und warte auf die anderen und ja, wir waren gerade bei Götz, ich habe mir schöne neue Schuhe gekauft. Und ja, mal sehen, was wir jetzt noch machen, das ist einfach ekelhaft, das Wetter ist nur am Regnen und alles, es ist voll, voll eklig. Oh, Miki? Nee. Das ist ja wieder nicht. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht übertrieben. Viele Schaumküsse. Ja, jetzt lass ich es fallen. Toll. Es ist jetzt 11 Uhr abends. Ich habe mich gerade fertig gemacht fürs Bett, weil ich mich jetzt hinlege. Und noch wahrscheinlich mit meinem Freund telefonieren werde kurz und ja, schon mal anfangen werde, das Video zu schneiden, damit ich nicht am Ende so auf einmal die ganze Arbeit habe.
Stellbosch. Das ist ein Sauerland-Restaurant und mal gucken, was wir jetzt essen. Ein Obsthändler ist rundlich und 1,60 groß. Was wiegt er, Frank? Guten Morgen. Es ist jetzt Dienstag, also der dritte Tag, und irgendwie weiß niemand so recht, was wir heute machen sollen, weil es regnet schon wieder und ja, mal sehen. Irgendwie hat niemand so wirklich eine Idee. Wir fahren jetzt nochmal nach Husum, weil wir echt nichts Besseres gefunden haben und weil unser Jüngster unbedingt eine 1-Euro-Software von Teddy haben will. Das ist so ein ganz kleines, landwirtschaftlich komisches Museum. So, ich habe heute jetzt nicht weiter groß gefilmt, weil es gab auch nicht großartig was zum Filmen und ja, wir waren noch im Schwimmbad, aber da habe ich einfach mal drüber hinweggesehen, meine Kamera mitzunehmen, weil das war mir einfach zu gefährlich mit dem ganzen Wasser und so. Ja, das war ganz lustig. Also die haben hier in dem Schwimmbad echt geile Rutschen, das muss man echt sagen, das war echt, echt cool. Und ja, ich gehe jetzt gleich schlafen, weil ich muss morgen, wir müssen sehr früh aufstehen, weil wir Kartfahren gehen, also wenn es das Wetter zulässt. Und vorher gehen wir... Gehen wir hier noch auf den Markt und deshalb muss ich um 7:30 aufstehen. Heute gehen wir Kart fahren, weil es ausnahmsweise mal nicht regnet und ich bin echt gespannt. Ich bin noch nie Kart gefahren und freue mich richtig. Und ja, wir fahren jetzt gleich los nach Büsum und mal gucken, wie das wird. Wir sind jetzt vorher noch in so ein komisches Kohlmuseum gefahren und ich frage mich ernsthaft, was daran interessant sein soll, und ich dachte eigentlich, so was Seltsames wie ein Kohlmuseum gibt es nur in Amerika, aber gut, da muss ich jetzt durch. Das Fernsehen ist hier. Jetzt stehen hier alle ganz gespannt. Gucken sich diese Kamera an und wie die hier filmen. So creepy. Der Kartbahn ist gleich los. Ich bin voll. Ich hab Angst. Ich bin noch nicht Kart gefahren. Scheiße. War geil, aber ich bin schlecht. Das ist meine beste Runde war 1:08. Ja. Ich bin jetzt nochmal bei Gosch, aber diesmal in Büsum. Und ja, mal sehen. Ich weiß nicht, was wir danach noch machen. Auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal eine Karte. Kommst du doch vorbei an mir. Wir machen Eier drauf. Hat er den hochgehalten? Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute ist der letzte Tag. Wir gehen jetzt erstmal noch zum Wasser und danach wahrscheinlich, also so habe ich es verstanden, zum Westküstenpark. Das ist so eine Art Tierpark, Dingsbums. Ja, da sind wir jedes Jahr, wenn wir hier sind, und mal schauen. Ja, jetzt freue ich mich erstmal darauf, dass wir ans Meer direkt gehen und ja. Es ist
so geil, mal wieder am Meer zu sein. Richtig schön hier. Es ist zwar sau windig, wie man wahrscheinlich hört, aber es ist toll. Wir sind jetzt im Westküstenpark. Oh mein Gott, Streifenhörnchen sind so cool, ich will das haben. Ich bin auch schwer. Ja. Nee, da ist so ein Gitter, ne? Ja. Jetzt frisst er die Kamera. Und jetzt Gas geben! Wir haben Ebbe und Flut oder halt einfach starkes Algenwachstum wie im Sommer. Dann ist die Sicht hier extrem getrübt, küstennah. Und das heißt, irgendwie muss der Seehund hier trotzdem klarkommen, denn er möchte ja hier auch gerne seinen Fisch finden, ne? Guten Morgen. Es ist jetzt der letzte Morgen, in etwa einer Stunde fahren wir schon. Das heißt, ich muss mich jetzt tierisch ranhalten mit Packen. Deshalb wollte ich nur noch kurz den Ausspann drehen. Und ja, ich werde euch meine ganzen Social Links in die Infobox stellen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen.